So, ganz viele haben geschrieben, kein Freund, Sayonara. Sayonara, kein Freund, offizielles Musikvideo. Okay, ist noch sehr, sehr, ist eine Woche alt, hat erst 12.000 Klicks. Okay, es ist scheinbar ein relativ unbekanntes Video noch. Gucken wir mal rein, haben sich ein paar Leute gewünscht. Schauen wir rein. Also, Sayonara, kein Freund, ein noch etwas unbekannterer Rapper. Mal gucken, Aber die weiß nicht. Bewertungen sind extrem gut. Also, Oh, Alter! 1000 zu 7, das ist wirklich extrem. 1200 zu 7 sogar. 1200 zu 7 ist eine sehr gute Statistik. Weil das, ja, 7 mag ich nicht und Du musst auf den Balken, auf den Balken auf den musst du. Balken. Ah, Ja. okay. Alter, 1200. das ist mega die Ja, krasse das ist eine gute Bewertung. Bewertung. Kommentare sind auch positiv. Schauen wir doch mal rein, was der junge Mann da gemacht hat. Ja. Früher ging es mir nicht gut, hab so oft davon geredet, all die Träume surreal. Ich war das Opfer meiner Gegend, immer mehr, täglich schlimmer, ohne Grund, wenn du mich fragst. So wie eine Challenge, nur wer mich am schnellsten runterbringt ins Grab. Ich hab gesehen, wie sich die Leute verbiegen, doch nur um mitzumachen. Auch nicht gerade besser, wenn andere über die Witze lachen. Mitläufer, ekelhaft, glaub mir, ich hab kein vertraut. Fraglich für die meisten, doch wer steckte schon in meiner Haut? Hab oft an Suizid gedacht und war schon. Von der Atmosphäre her, nicht von der Stimme oder vom Flow oder irgendwas, sondern von der Atmosphäre her, erinnert mich das ein bisschen an Kontra K. Also so ein bisschen dieser theatralische Rap, so deep gemacht. Also das findet man auch oft, also habe ich das Gefühl, habe ich oft, wenn ich Kontra K-Songs mir anhöre. Ist aber nicht negativ gemeint, weil ich finde, Kontra K ist auf jeden Fall super stark. Ja, bisher guter Eindruck, gucken wir mal weiter. Fast dabei, kurz vorm Sprung auf der Brücke stand ich wahllos ganz allein, doch sagte nein ohne mich, denn das verdient wirklich keiner. Also ging es wieder zeitnah mit den miesen Sprüchen weiter, aber keiner konnte mich brechen. Es ging links rein und rechts raus, sie konnten jetzt hinfallen und ich diesmal wegschauen. Heute ist es so, dass Wunden besser verheilen, wenn diese Menschen mir nach all den Jahren im Messenger jeder schreiben. einzelne von euch, jeder einzelne von euch war alles aber kein Freund, war alles aber kein Freund. Jeder Spruch, jeder Schlag, dieser Druck jeden Tag hat mir beim Erwachsenwerden viele Stunden gespart. Jeder einzelne von euch, jeder einzelne von euch war alles aber kein Freund, war alles aber kein Freund. Ob man es glaubt oder nicht, ich hab kein Leid getan. Doch bedankt mich für das bessere Leben, denn ihr habt damals viel zu beigetragen. Natürlich wird man älter mit der Zeit, du lernst zu lieben und zu schätzen und bist deshalb nicht allein. Doch irgendwie kam das Gefühl oft durch die Leiden, wie beschränkt zu sein. Auch wenn du es besser weißt, all die Ängste bleiben. Trotzdem wollte ich kämpfen, weil ich Träume hatte und fing an, indem ich schlechte Menschen nicht mehr Freunde nannte. Gute Wahl, denn endlich gab es keinen, der mich bremst. Erstmal geradeaus, denn ich hab seit einer Weile nicht gelenkt, verstehst du? Ich wollte eigentlich nur, dass man mich sieht und nicht vergisst. Mich so lieb mit all den Ecken, dass die Liebe nie erlischt. Doch kam es anders, so dass jeder auf mir rumhackte täglich. Beleidigung, doch auch noch nach der hundertsten leb ich. Keiner konnte mich brechen, es ging links rein und rechts raus. Sie konnten jetzt hinfallen und ich diesmal wegschauen. Heute ist es so, dass Wunden besser verheilen. Heilen, wenn diese Menschen mir nach all den Jahren im Messenger schreiben. Jeder einzelne von euch, jeder einzelne von euch war alles aber kein Freund, war alles aber kein Freund. Jeder Spruch, jeder Schlag, dieser Druck jeden Tag hat mir beim Erwachsenwerden viele Stunden gespart. Jeder einzelne von euch, jeder einzelne von euch war alles aber kein Freund, war alles aber kein Freund. Ob man es glaubt oder nicht, ich hab kein Leid getan. Doch bedankt mich für das bessere Leben, denn ihr habt damals viel zu beigetragen. Also, mein erster Eindruck nach dem Song ist dafür, dass es komplett selbst produziert ist, so wie es aussieht. Ich mache mal ganz kurz hier den Chat zur Seite, damit man den Titel sieht. Es ist ja, also sein Titelname ist ja Sayonara und es ist auch produziert bei Sayonara. Also er hat es selber produziert, hat es auch selber wahrscheinlich im Freundeskreis gedreht. Video und so wirkt es sich mega professionell. Aber ich finde trotzdem, man merkt das Video. So ein Home-Video ist, also nicht irgendwie von einer aufwendigen Firma oder irgendwas, aber es war trotzdem stimmig, es war schön gemacht. Natürlich, manche Stellen könnte ich mithalten mit einem gut gemachten Video von einer Produktionsfirma, aber dafür, dass es selbst produziert ist, selbst gerappt ist,
Und dafür, wenn man sich die Größe von der vom Interpreten anguckt, ich muss da kurz auf den Kanal schauen. 50.000 ungefähr. 59.000. Ja, und macht aber hauptsächlich Musik. Ja. Ja. Muss ich sagen, finde ich es stark. Also ich finde es, es war stimmig. Es hat sich gut abgemischt angehört, obwohl halt alles selbst gemacht ist. Ja, Props auf jeden Fall. Ja. Ja, also. Schließe ich mich an. Ist nicht meine Art von Musik, also. Schließe ich mich auch an. Kommt drauf an, wenn ich mal traurige Stimmung habe oder so, höre ich mir auch traurige Musik an und so. Aber es ist nicht genau das, was mich so in meinen Geschmack trifft. Aber ich finde es stark. Es hat mich auch sehr, auch am Ende noch sehr an, auch mit dem Hook zusammen, an Kontra K erinnert. So dieses, ich habe Freunde auf meinem Weg sozusagen gesehen und habe auch Freunde verloren und so. Das ist so dieses Thema, was ich auch bei Kontra K oft in den Liedern vom Gefühl her eben eine Parallele. Aber ich finde es sehr stark. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Stark gemacht. Auf jeden Fall solide, mach weiter. Ja. Props auf jeden Fall. Es ist ja, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht unser Geschmack ist direkt, es ist ja trotzdem so, dass es eine große Zuhörerschaft hat, genau so eine Musik. Ich habe sowas früher voll gerne gehört.